In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit Revit Rauminformationen verwalten können. Kennen Sie diese Fragestellungen in der täglichen Arbeit? Weshalb muss ich Informationen manuell in den Plan schreiben? Wieso ist der Zeitaufwand für die Informationspflege so hoch? Wie vermeide ich Fehler bei der Übernahme von Rauminformationen? Kann ich es vertreten, Raumbuchinformationen nicht ins Modell einzupflegen, um meinen Aufwand zu reduzieren? Würden Sie lieber alle relevanten Architekturinformationen übernehmen? Raumflächen und Volumen immer aktuell halten, Informationen zentral im Modell verwalten, Fehler vermeiden, da Daten nicht doppelt gepflegt werden müssen? Unsere Kunden sagen, unsere Fehlerquote hat sich um 25% reduziert. Sehen Sie in den nächsten knapp 1,5 Minuten die Lösung. Hier sehen Sie 3 Sichtweisen auf ein Revit-Modell. Oben den Grundriss mit Rauminformationen, unten links die Raumliste mit Raumvolumen und Luftmengen und unten rechts den Grundriss für die Lüftung. Mit Revit ist es möglich, vorhandene Rauminformationen wie Raumname und Nummer des Architekten zu übernehmen. Mit wenigen Klicks kann so das gesamte Gebäude auf den aktuellen Stand gebracht werden. Automatische Prüfungen erkennen hierbei sogar Fehler wie duplizierte Raumnummern. Die in diesem Beispiel aktualisierte Raumnummer findet sich nun auch korrekt in allen Raumstempeln und Listen wieder. Da die Informationen aus dem gleichen Datenbankeintrag abgeleitet werden, können sie auch zentral verwaltet werden. Der in der Liste ausgewählte Raum wird auch in den Grundrissen hervorgehoben. Raumflächen und Volumen reagieren sofort auf Änderungen am Modell. Hier wird als Beispiel ein Raum durch eine zusätzliche Wand verkleinert, was zur Folge hat, dass sich alle betroffenen Rauminformationen anpassen.